Hast du dich schon mal gefragt, wie ein artgerechtes Hundefutter sein sollte? Welche Fütterungsmethoden es gibt und welche speziell für deinen Hund die richtige ist? Wie kann ich unter all den Angeboten überhaupt beurteilen, was das Beste für mich wäre? Und wie liest man überhaupt eine Deklaration? Hi, mein Name ist Enrico Bachmann und in dieser 20-minütigen Präsentation zeige ich dir alles Wichtige zum Thema Hundeernährung. Los geht's! Um bestimmen zu können, welche Ernährungsart für einen Hund eigentlich grundlegend und gesund ist, werde ich ein wenig auf den Arm des Hundes, dem Wolf, eingehen. Wie er sich ernährt, wie sein Gebiss und sein Darm aufgebaut sind. Aus diesen Merkmalen kann man sehr gut die Ernährungsart des Hundes herableiten. Danach werde ich euch vorstellen, welche Fütterungsarten es gibt und diese miteinander vergleichen. Anschließend werde ich detaillierter darauf eingehen, wie ein Futter sein sollte. Danach werden wir schauen, wie die Kennzeichnungspflicht, in der Regel auch Deklaration genannt, nach den gesetzlichen Regelungen her alles beinhalten muss. Danach wagen wir uns zusammen an das Eingemachte, also wie es in der Praxis tatsächlich aussieht. Wie ist eine Deklaration zu interpretieren? Wie sollte sie aussehen? Was wird in Großbuchstaben hervorgehoben? Und was sagt das Kleingedruckte eigentlich aus? Hier werde ich darauf eingehen, welche Risiken eine ungesunde Ernährung langfristig hat. Nachdem ihr euch ein wenig mit der Thematik nun beschäftigt habt, wird es euch viel leichter fallen, den vermeintlichen Dschungel an Angeboten klarer zu überblicken. Mit ein wenig Praxis werdet ihr in Schnelle ein gutes Futter von einem eher ungesunden Futter unterscheiden können, was eure Entscheidungskraft ziemlich unterstützen wird. Bevor ich zu unserem Haushund komme, möchte ich kurz auf den Ahnen, dem Wolf, eingehen. Der Hund stammt vom Wolf ab. Der Zeitpunkt der Domestikation des Wolfes ist umstritten, wobei man von einer Zeitspanne von vor 13.000 bis sogar 100.000 Jahren ausgeht. Wie auch auf dem Foto links gut zu erkennen ist, ist der Wolf ein Beutetier. Seine Ernährung besteht überwiegend aus dem Fleisch bzw. den Innereien und Knochen seiner Beute. Doch wie geht er genau dabei vor? Er reißt den Bauch der Beute auf und verschlingt zuerst den Magen, dann den Darm sowie die Innereien. Im Magen bzw. den Darm des Beutetiers sind pflanzliche Stoffe enthalten, die er somit schon vorverdaut mitschlingt. Danach macht er sich an das Muskelfleisch ran, indem er es mit seinen scharfen Zähnen von den Knochen herausreißt. Zum Schluss werden die eher schweren verdaulichen Teile der Beute gegessen, wie Haut und Knochen. Dabei wird mit der Reibung die Zähne zugleich gereinigt. Auch das Gebiss und die Bewegungsmöglichkeiten des Kiefers verraten uns vieles über die Ernährungsgewohnheiten eines Tieres. Das Gebiss des Wolfes besteht hauptsächlich aus Zähnen, die eher dafür geeignet sind, eine Beute zu zerreißen und nicht zu kauen. Sogar die hinteren Backenzähne laufen spitz zu. Sie sind also nicht vergleichbar mit unseren eher flächigen Backenzähnen, mit denen wir unsere Nahrung zermahlen und somit schon im Mund vorverdauen, bevor wir sie runterschlucken. Auch kann ein Wolf seinen Kiefer nicht nach rechts und links bewegen. Somit fehlen ihm nicht nur die flächigen Backenzähne zum Zermahlen seiner Nahrung, sondern auch die notwendigen leicht kreisenden Bewegungen des Kiefers nach links und rechts. Im Vergleich zum Wolf seht ihr auf der rechten Seite das Gebiss eines Hundes. Seit der Domestikation hat sich hier nichts Grundlegendes verändert. Wie sieht es eigentlich mit dem Verdauungstrakt aus? Da sagt uns die Länge des Darms im Verhältnis zur Körperlänge einiges aus. Die Länge des Darms in Relation zur Körperlänge hängt im Allgemeinen von der prinzipiellen Ernährung eines Tieres ab. Das heißt, Pflanzenfresser haben im Vergleich zu ihrer Körpergröße den längsten Darm, weil die Verdauung von Pflanzen langsamer vorangeht. Fleischfresser hingegen haben einen kürzeren Darm, da Fleisch leicht verdaut werden kann. Hier einige Beispiele. Die Darmlänge eines kleinen Wiederkäuers ist im Vergleich zu seiner Körpergröße 25 mal die eines Rindes 20 mal so lang. Dagegen ist die Darmlänge eines Schweins als Allesfresser schon deutlich kürzer mit 16 zu 1. Die Darmlänge eines Hundes ist im Verhältnis zu seiner Körperlänge 5 mal so lang. Die Katze als eindeutige Fleischfresserin dagegen hat einen noch kürzeren Darm im Vergleich zu ihrer Körperlänge, nämlich 3 zu 1. Können wir daraus herableiten, dass ein Hund ein definitiver Fleischfresser ist? Nein. Es gibt noch weitere Faktoren, die bei der Einstufung beachtet werden sollten. Der Hund ist kein ausschließlicher Fleischfresser. Doch warum? Während der Domestikation hat sich der Hund auch genetisch an das Zusammenleben mit dem Menschen angepasst. Diese Anpassung lässt zu, dass auch andere Nahrung als Fleisch verdaut werden kann. Wenn man zudem einen Blick in die Verdauungsenzyme des Vierbeiners wirft, scheint die Zuordnung zu einem Fleischfresser nicht mehr ganz so klar zu sein, wie man denken könnte. Denn der Speichel des Hundes weist eine geringe Konzentration von Alpha-Amylase auf. Diese Enzyme sind maßgeblich für die Aufspaltung von Kohlenhydraten verantwortlich, weshalb sie bei rein Karnivoren, also Fleischfressern, nicht zu finden sind.
Der Hund ist also eher ein Allesfresser oder auch Omnivore genannt. Aber Achtung! Auch wenn Hunde durchaus in der Lage sind, pflanzliche Nahrung zu verdauen, tendieren sie, wie der Wolf, überwiegend zu Muskelfleisch, Innereien, Knochen, also tierischen Stoffen. Würden wir den Hund bzw. seinen Ahnen fragen, was sie für eine artgerechte Nahrung bevorzugen würden, dann ist es für den Wolf sicherlich sein Beutetier und für den Hund mindestens 80% tierische Zutaten, also Muskelfleisch, Innereien, Knochen, und nur als Beilage bzw. Garnitur zu verstehen wären dann Sachen wie Gemüse, Obst, kohlenhydrathaltige Nährstoffe, wie zum Beispiel Reis oder Nudeln. Bei den Fütterungsarten gibt es zwei verschiedene Methoden. Einmal das Selbstzubereiten oder industriell gefertigtes Futter. Beim Selbstzubereiten kann man entweder die Zutaten kochen oder hochfüttern, was man dann Barfen nennt. Bei der industriell gefertigten Ernährung gibt es die Möglichkeit, mit Nassfutter oder Trockenfutter zu füttern. Ich bekomme immer wieder Anfragen, welche Fütterungsmethode nun die beste sei. Diese Frage kann man pauschal nicht beantworten und würde einen Hundehalter zudem in die Irre führen. Aber ich verstehe auch, warum die meisten Hundehalter zuerst mit dieser Frage kommen. Denn jeder Futteranbieter, sei es nun ein Barfshop oder ein Nass- oder Trockenfutterhersteller, wirbt in der Regel zuerst mit der Fütterungsart, die er vermarktet, um die Aufmerksamkeit des Verbrauchers an sich zu ziehen. Doch grundsätzlich sagt eine Fütterungsart alleine nichts darüber aus, ob ein Hund damit gesund ernährt wird. Denn bei einer gesunden Ernährung geht es nicht nur um die Fütterungsmethode, sondern auch um folgende Faktoren. Wie ist die Qualität der Zutaten? Ist es eine ausgewogene und natürliche Nährstoffzufuhr? Welches Herstellungsverfahren wurde angewendet? Ist sie schonend? Sind synthetische, künstliche bzw. schädliche Zusatzstoffe im Futter enthalten? Erst nachdem all diese Kriterien ausgiebig untersucht worden sind, kann man eine Aussage über ein Futter machen. Allerdings rate ich in der Regel von einer ausschließlichen Fütterung mit Trockenfutter eher ab. Denn bei der herkömmlichen Herstellung von Trockenfutter werden den Zutaten unter hoher Hitzezufuhr von bis zu 250 Grad Celsius die Feuchtigkeit entzogen. Danach werden diese Zutaten unter hohem Druck zu Brocken zusammengepresst. Dabei gehen die natürlichen Nährstoffe verloren und müssen nachträglich künstlich zugesetzt werden. Dieses Verfahren nennt man übrigens Extrudieren. Es gibt noch zwei weitere Verfahren, die bei der Herstellung von Trockenfutter angewendet werden. Das Kaltpressen und das Backen. Auch wenn das Backen im Vergleich zum Extrudieren schonender ist, so gehen trotzdem auch dort wertvolle Nährstoffe verloren. Abgesehen davon enthält Trockenfutter nicht genügend Feuchtigkeit, sodass ein Hund für etwa 300 Gramm Trockenfutter zu seinem gewöhnlichen Wasserbedarf zusätzlich 1 Liter mehr Wasser trinken muss. Ein Trockenfutter hat eher Vorteile für den Hundehalter. Es ist lange haltbar, kann auch an heißen Tagen den ganzen Tag im Napf bleiben und verdirbt nicht. Man braucht nicht viel Lagerplatz und so weiter. Die gänzliche Ernährung mit Trockenfutter ist vergleichbar mit Junkfood bei uns Menschen, was früher oder später zu chronischen Krankheiten führen kann. Die Qual der Wahl bei den Angeboten. Diesen Moment in einen Fachhandel oder einen Internetshop kennt ihr sicherlich. Werbeversprechen und Angebote, wo das Auge hinreicht. Doch wie ist es möglich, all diese Sorten und Eigenschaften im Blick zu behalten und sich für ein gutes Futter zu entscheiden? Diesem Chaos an Angeboten können wir entgegensteuern, indem wir uns ein wenig damit befassen, wie ein Futter überhaupt sein sollte. Wie sollte also ein Futter sein? Wichtig ist erstmal, die Zutaten sollten frisch und in Lebensmittelqualität sein. Am besten Bio. Wenn der Hersteller zu 100% Lebensmittelqualität garantieren kann, seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. Solltet ihr auf der Deklaration Sammelbegriffe wie Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse oder pflanzliche Nebenerzeugnisse lesen, die nicht weiter aufgeschlüsselt sind, könnt ihr in der Regel davon ausgehen, dass es sich hier überwiegend um Zutaten wie Abfälle handelt. Bei tierischen Nebenerzeugnissen können unter anderem Fell, Federn, Krallen, Schnabel, Wolle oder Urin drin sein. Bei pflanzlichen Nebenerzeugnissen sind das Abfälle, die für die Lebensmittelindustrie nicht mehr zugelassen sind. Zum Beispiel Stroh oder Rübenschnitzel, was Zucker enthält. Diese Zutaten sind eher ein kostengünstiger Füllstoff. Das Futter sollte also keine schädlichen Zusatzstoffe enthalten. Das sind Lockstoffe und Geschmacksverstärker wie Zucker, Konservierungsstoffe oder Farbstoffe. Ob diese Bedingungen in einem Futter vorhanden sind, kann man sehr gut aus der Deklaration erkennen. Wie sollte nun ein Futter sein? Das Futter sollte nährstoffreich sein und den Bedarf deines Hundes decken. Hier werde ich nicht einzeln darauf eingehen, da der Nährstoffbedarf eines Hundes unter anderem abhängig ist vom Alter, Gewicht, Aktivität und Stoffwechsel und somit sehr individuell.
Das Futter sollte schonend zubereitet sein. Je schonender das Herstellverfahren ist, desto mehr natürliche Nährstoffe bleiben enthalten und müssen nicht nachher künstlich zugesetzt werden. Es sollte ausreichend genügend Feuchtigkeit beinhalten. Genügend Feuchtigkeit ist bei Nassfutter gewährleistet, wenn es in der Regel 60-84% sind. Ein Trockenfutter hingegen enthält je nach Herstellungsverfahren gerade mal 3-12% Feuchtigkeit. Wie ich schon zum Anfang gesagt hatte, bei 300 Gramm Trockenfutter muss dein Hund dann 1 Liter zusätzlich Wasser trinken. Und das kommt zu seinem tatsächlichen täglichen Bedarf noch hinzu. Bevor wir nun anhand von einigen Beispielen schauen, ob ein Futter tatsächlich empfehlenswert ist oder nicht, möchte ich ein wenig darauf eingehen, wie das Gesetz der Kennzeichnungspflicht alles regelt. Die allgemeine Kennzeichnungspflicht eines Hundesfutters wird erstmal mit der Verordnung EG Nummer 767/2009 geregelt. Man nennt es aber allgemein als Deklaration. Demnach ist der Hersteller dazu verpflichtet, einige Angaben zu deklarieren. Welche Futtermittelart ist es? Ist es einfach Leinfuttermittel? Ein Leinfuttermittel muss so zusammengesetzt werden, dass es den täglichen Nährstoffbedarf eines Hundes komplett abdeckt. Dann gibt es noch Ergänzungsfuttermittel. Diese Ergänzungsfuttermittel decken nicht den täglichen Nährstoffbedarf ab und müssen daher mit anderen Futtermitteln kombiniert bzw. ergänzt werden. Dies muss aber der Hersteller angeben. Kommen wir nun zu den analytischen Bestandteilen. Die einzelnen Bestandteile werden durch standardisierte Labortests vorgenommen und somit ist gewährleistet, dass alle Futtermittel einheitlich miteinander verglichen werden können. Der Vergleich eines Nassfutters und eines Trockenfutters anhand dieser analytischen Bestandteile kann allerdings irreführend sein, da bei Nassfutter viel mehr Feuchtigkeit enthalten ist. Deswegen müssen die Werte des Nassfutters erst auf die Trockensubstanz heruntergerechnet werden, damit es mit einem Trockenfutter auch wirklich verglichen werden kann. Folgende Bestandteile werden dabei bestimmt: Rohproteine bzw. Eiweiß. Da dieser Wert die pflanzlichen und tierischen Eiweiße zusammenfasst, sagt der Anteil der Rohproteine alleine noch nichts über die Qualität des Proteins im Futter aus. Tierische Proteine können in einem Hundefutter besser verwertet werden vom Hund. Rohöle und Fette. Eiweiß und Fett sind dabei die beiden Hauptenergielieferanten eines Hundes. Rohfaser bzw. Ballaststoffe. Die Ballaststoffe sind auch wichtig, sollten aber nicht zu hoch sein. Rohasche bzw. Mineralstoffe. Der Anteil der Rohasche gibt einen Hinweis auf die enthaltenen Mineralstoffe. Auch hier sollte der Anteil nicht zu hoch sein. Dann gibt es noch die Feuchtigkeit. Hier muss nur angegeben werden, wenn der Feuchtigkeit größer als 14% ist. Weiter geht es mit der Zusammensetzung. Die Zusammensetzung ist sozusagen die Zutatenliste des Futters. Die Zutaten müssen je nach Anteil im Futter absteigend sortiert sein. Dabei muss der Hersteller die Zutaten nicht zu 100% aufschlüsseln. Sollte er allerdings eines der Zutaten besonders hervorheben, muss er auch angeben, wie viel Prozent davon im Futter wirklich enthalten ist. Bei der Deklaration der Zutaten spricht man von einer offenen bzw. geschlossenen Deklaration. Bei der offenen Deklaration sind alle Zutaten einzeln aufgeschlüsselt. Bei der geschlossenen Deklaration sind die Zutaten nach gesetzlich vordefinierten Sammelbegriffen zusammengefasst. Der Hersteller darf auch bei der Deklaration beide Methoden zusammen anwenden. Zusatzstoffe sind Stoffe, die dem Futter nachträglich zugesetzt werden. Dabei unterscheidet man unter ernährungsphysiologischen Zusatzstoffen wie Vitamine, Spurenelementen, Aminosäuren und technologischen Zusatzstoffen wie Konservierungsmittel, Bindemittel, Farb- und Aromastoffen. Diese müssen angegeben werden. Zusätzlich muss der Hersteller Nettomasse, Mindesthaltbarkeitsdatum, Chargennummer, Verwendungszweck, Fütterungsempfehlung, Name und Anschrift, Kontaktadresse für Nachfragen angeben. Doch wie sieht es tatsächlich in der Praxis aus? Bevor wir einige Beispiele näher betrachten, möchte ich euch einige Faustregeln mitgeben. Bei einer zu 100% offenen und einzeln aufgeschlüsselten Deklaration könnt ihr in der Regel davon ausgehen, dass der Hersteller nichts zu verbergen hat. Hier bleibt nur noch der Check der einzelnen Zutaten übrig. Je geschlossener eine Deklaration ist, also die Zutaten in Sammelbegriffen angegeben sind, desto mehr Möglichkeiten hat der Hersteller, die Rezeptur eines Futters zu ändern, ohne dass man das als Verbraucher mitbekommt. Das ist insbesondere bei Hunden mit Unverträglichkeiten und Allergien sehr problematisch, wenn man nicht genau weiß, was in dem Futter drin ist. Allgemeine Faustregeln für die Zutaten: erklärt ein Hersteller ausdrücklich, dass er nur lebensmitteltaugliche Zutaten und Rohstoffe verwendet,
dann seid ihr schon auf der sicheren Seite. Sollte der Hersteller das nicht machen oder auf Aussagen ausweichen wie mit natürlichen Zutaten, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass in den Zutaten auch Industrieabfälle enthalten sein können. Schauen wir uns das alles mal anhand eines Beispiels an. Dieses Beispiel ist ein Nassfutter mit Kaninchen. Der Hersteller hebt das Futter mit folgenden Eigenschaften hervor: mit Kaninchen und mit natürlichen Zutaten. Für einen Verbraucher, der sich die Deklaration nicht genauer anschaut, sieht das eigentlich doch ganz gut aus mit den natürlichen Zutaten, da es den Anschein erweckt, dass alle Zutaten natürlich sind. Doch schauen wir uns die Deklaration jetzt mal im Detail an. Ich lese mal die Deklaration vor. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. 21%, davon 90% natürlich, unter anderem 4% Kaninchen. Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, unter anderem 1,2% getrocknete Rübenschnitzel. Gemüse, Mineralstoffe, Kräuter und dann halt mit diesem Sternchen natürliche Zutaten. Diese Deklaration ist eine geschlossene Deklaration. Die Zutaten sind in Kategorien zusammengefasst. Was im Einzelnen an Zutaten enthalten ist, ist nicht bekannt. Bis auf die Kaninchen und natürlichen Zutaten. Diese müssen allerdings angegeben werden, da der Hersteller diese explizit hervorhebt. Ohne sich großen Einzelheiten zu vertiefen, kann man schon an den Anteilen der tierischen und pflanzlichen Zutaten erkennen, dass dieses Futter nicht artgerecht ist. Das Futter hat nur 21% tierische und 79% pflanzliche Bestandteile. Der Anteil der tierischen Zutaten ist definitiv zu niedrig. Somit kann man bei der Deklaration sehr einfach erkennen, dass die hervorgegebenen Eigenschaften des Produktes nicht über die tatsächliche Qualität des Produkts aussagen. Unter anderem bedeutet 4% Kaninchen nicht, dass 4% Kaninchenfleisch enthalten sind. Mit Kaninchen sind alle Erzeugnisse des Kaninchens gemeint. Pflanzliche Eiweißextrakte sind für einen Hund im Vergleich zu tierischem Eiweiß schwerer verdaubar. Zumal die Bezeichnung Extrakt auch darauf hindeutet, dass das Eiweiß modifiziert wurde. Diese Extrakte, auch gern Hydrosolate genannt, werden in der Regel hinzugefügt, um den Proteingehalt des Futters höher zu zeigen. Zudem kann man solche Zutaten nicht als natürlich bezeichnen, weil sie verarbeitet sind. Getrocknete Rübenschnitzel sind zum Beispiel ein Produkt aus der Zuckerrübenverarbeitung und enthalten Zucker. Und Zucker sollte nun nicht unbedingt in einem Hundefutter dabei sein. Bei unserem zweiten Beispiel haben wir ein Trockenfutter genommen. Der Hersteller hebt sein Produkt unter anderem mit folgenden Aussagen hervor. Es besteht aus Lachs und Huhn mit frischem Fleisch und 100% natürlich. Die Deklaration könnt ihr euch mal anschauen. Auf den ersten Blick scheint es so, als ob das Futter im Trockenzustand insgesamt 55% Fleisch enthält. 30% Lachs plus 25% Hühnerfleisch sind also 55% Fleisch. Allerdings ist in frischem Fleisch etwa 70% Flüssigkeit drin. Wenn man diese 70% nun von den 30% Lachs abzieht, bleiben 17,4% Lachs übrig. Zusammen mit den 25% Hühnerfleisch macht das insgesamt 42,4% Fleisch im Futter. Angaben von frischem Fleisch in der Deklaration kann für den Verbraucher irreführend sein. Allerdings möchten die meisten Hersteller durch die explizite Angabe des Frischfleischs sich zu Recht von anderen Trockenfuttersorten abheben, die Fleisch bzw. Tiermehle enthalten. Getrocknete Zuckerrübenschnitzel sind ein Nebenprodukt aus Zuckerindustrie und enthalten Zucker. Wie ich schon mal erwähnt hatte, sollte Zucker nicht in ein Hundefutter dabei sein. Fructooligosaccharide hört sich auf den ersten Blick auch nach Zucker an, allerdings handelt es sich dabei um ein natürliches Mehrfachzucker. Sie werden wegen ihrer präbiotischen Eigenschaften zur Unterstützung der Darmflora eingesetzt. Gleiches gilt auch für dieses Hefenmos. Bei unserem dritten Beispiel handelt es sich um ein Nassfutter mit Huhn. Der Hersteller wirbt mit 93% Fleischanteil im Futter, ausschließlich Rohstoffe in Lebensmittelqualität und Produktion aus Schweden. Die gesetzlichen Regelungen in Schweden wegen Lebensmittel und Futter sind strenger als die in Deutschland. Der Einsatz von Antibiotika als präventive Maßnahme ist verboten. Es dürfen nur für Lebensmittel freigegebene Nutztiere für die Herstellung von Futter verwendet werden. Damit sind Produktionsstätten wie zum Beispiel Schweden nochmal besser als Deutschland. Schauen wir uns mal die Deklaration an. 77% Hühnermuskelfleisch, 17% Hühnerleber, was insgesamt 94% Fleisch sind. Dann Kartoffeln 5% und Anteile von Zichori, Dill, Hagebutter, Calcium, Salz, alles unter 1%. Dann steht hier noch, das Muskelfleisch umfasst das Skelettfleisch sowie Herz- und Magenmuskel. Dieses Nassfutter ist zu 100% offen aufgeschlüsselt, somit kann man erkennen, dass insgesamt 94% aus tierischen und 6% des Futters aus pflanzlichen Bestandteilen besteht. Alle Fleisch- und Innereien sind einzeln aufgeschlüsselt,
Besser kann es nicht sein. Noch ganz interessant zum Zichori. Aus der Wurzel davon wird ein präbiotischer Ballaststoff, Inulin, gewonnen, der die Verdauung und die Darmflora unterstützt. Am dritten Beispiel sieht man auch, wie einfach eine gute Deklaration sein kann. Dass halt viel Fleisch drin ist, alles ordentlich aufgeschlüsselt und das war's. Schauen wir uns noch zum Schluss die Risiken von ungesunder Ernährung an. Nun, was sind denn die Risiken? Da hätten wir erstmal offensichtlich Übergewicht, Fell- und Hautprobleme, Unverträglichkeiten und Allergien, Juckreize und Ekzeme, Verdauungsstörungen wie Durchfall oder Verstopfung und Erbrechen. Aber auch Dinge wie Bauchspeicheldrüsen, Leber- und Nierenschäden. Gerade bei Trockenfutter, weil, wie wir bei dem Beispiel gesagt hatten, wo man bei 300 Gramm Trockenfutter noch 1 Liter zusätzlich Wasser trinken muss. Es gibt natürlich auch Dinge wie Immunschwäche und Krebs, einige Dinge, die wirklich auch zum Tod führen können oder zumindest zu einer lebenslangen Medikation, die halt dafür recht teuer wird. Ich hoffe, du konntest ein paar Dinge mitnehmen, einiges lernen und siehst jetzt die Lebensmitteldeklaration in anderen Augen, die bei jedem Futter drauf ist, sei es Trocken- oder Nassfutter, und auch kennst jetzt die Unterschiede. Wie du siehst, ist es wichtig, sich um das Thema Hundefutter einmal Gedanken zu machen. Probier es doch selbst einmal aus und vergleiche dir bekannte Marken miteinander, welche Zutaten drin sind und wie die Deklaration aussieht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und über Feedback würde ich mich sehr freuen. Schreib es doch unten in die Kommentare.